Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rise of the Tomb Raider. Und heute werden wir gucken, was sich da an diesem Stern hier befindet. Hui, und springen erstmal hoch. Noch mehr Sowjetpropaganda. Die Nacht wird uns nicht an der Arbeit hindern. Das nennt ihr Propaganda? CCCP. Wie cool. Ups, jetzt hätte ich mich fast geheilt. Übrigens, ich habe ein paar Blümchen und so gesammelt. Und daran liegt das. Ah, Stoff brauchen wir auch, um uns zu verbinden. Ah, deswegen. Ja, ich hatte mich einige Zeit lang verbunden, weil ich da ein bisschen beim Jagen ein paar hohe Berge runtergesprungen bin, sagen wir es mal so. Deswegen fehlten mir wahrscheinlich so viele. So, wir brauchen ein Lagerfeuer. Nämlich einen Skillpunkt zu vergeben. Ich sehe nichts. Wo befinden wir uns jetzt gerade? Wölfe. Ist das Katzen? Ich habe keine Wölfe hier gesehen. Vor allem in diesem Bereich hier unten hätten doch eigentlich Wölfe sein sollen. Oder nicht? Naja. Schauen wir erstmal, wie wir vorankommen hier. Räubchen. Moment. Ah, wir sollen auf den Turm rauf. Ich kann so nicht rein, ohne gesehen zu werden. Es muss einen anderen Weg geben. Es gibt immer einen anderen Weg, Madame. Und da guckst du wahrscheinlich gerade hin. Ich verstehe. Dann würde ich versuchen, dahin zu gehen. Ich könnte auf den anderen Zaun springen, hier auf die Seite, ne? Komme ich dann zurück? Vermutlich. Wie, wenn nicht? Ja, ich muss ja eigentlich zurückkommen, ne? So, nehmen wir doch das hier mit. Das hier mit. Oh, das sieht gut aus. Ich muss bis da hinten hinkommen. Okay, von dieser Seite kommen wir auf jeden Fall nicht zurück. Aber ich denke mal, wir müssen hier einfach raufklettern. Hoch. Die Karte. Neue Dokumente und Wandgemäldepositionen. Oh. Haben wir irgendwas vergessen? Ach nee, das 8, das ist das Gebiet, wo wir gleich hingehen. Wandgemälde. Wir haben tatsächlich da hinten etwas vergessen. Eine Truhe? Achso, die Truhe haben wir gefunden, ne? Na gut. Hole ich noch nach. Gut. Huch. Danke, mein Kleiner. Da kommt man also durch, ja. Aber was war dann zum Teufel hier hinten? Oder war das der Rückweg? Oh, das war der Rückweg, oder? Das war der Rückweg, genau. Aber weißt du was, wenn wir schon mal hier sind? Komm. Ist doch nicht die Anstrengung, da kurz hinzugehen, oder? So, hier muss das sein, ne? Ne, noch ein Stück weiter zurück. Okay, ich dachte vielleicht das Schild irgendwas. So. Das muss ja hier gewesen sein. Noch weiter zurück. Noch weiter zurück kann ich aber nicht. Okay, verkackt. Dann nochmal zurück. Sorry für die Zeitverschwendung, aber ich wusste nicht, dass wir da schon waren. Was soll's? Ach, wir haben schon maximale Pfeile, okay. Obwohl wir unseren Köcher vergrößert haben.
Okay, damit lernen wir. Zero, schaue nie zurück. Immer nach vorne. Dann haben wir auch diesen Stress nicht. Warum weiteres hier? Ach, hier ist ein Lagerfeuer. Konstantin ist hier. Der Mann, der mich in Syrien töten wollte. Er ist brutal, gefährlich. Aber schlimmer ist der fehlgeleitete Glaube, dem er sich hingibt. Anscheinend gerate ich immer mit religiösen Eiferern aneinander. Aber das liegt wohl in der Natur der Sache. Tja. Wer sonst würde das Geheimnis der Unsterblichkeit lüften wollen? Seine Männer sprachen von einem Gefangenen mit Informationen. Könnte das einer der Einheimischen sein? Und wenn ja, was weiß er? Trinity wird nicht freundlich nachfragen. Vielleicht finde ich ihn. Finde heraus, was er weiß. Das Vertrauen der Einheimischen zu gewinnen, könnte nützlich sein. Werden wir tun, liebe Lyra. Und wir gucken erstmal, was wir als nächstes ausbilden. Das ist hier überhaupt die Frage, ne? Warte, kurz. Ach. Ich musste nur mal kurz husten. Deswegen muss ich kurz den Ton ausmachen. So. Weniger Schaden brauchen wir derzeit noch nicht. Weniger Explosionsschaden brauchen wir auch nicht. Ausweichen ist natürlich nett. Komm, machen wir das. Ausweichkonter. So, Inventar. Was können wir denn hier verbessern? Wir können... Kleiner Lädelbeutel. Ah, nee. Das ist jetzt nicht so dringend. Ah, Revolver. Im Revolver haben wir was. Polierlauf. Klapperschlange. Woher haben wir die zweite Pistole hier? Und es gibt noch eine dritte, halbautomatische. Zwei Viertel gefunden. Okay, ich würde sagen... Ah, verdammt. Als erstes werden wir das hier auswählen. Und zwar... Umwickelter Griff. Ein lederumwickelter Griff verbessert den Griff beim Führen mit der Hand, wodurch beidhändig ausgeführte Nahkampfkombos möglich sind, die sogar gepanzerte Feinde niederstrecken. Das finde ich jetzt momentan wichtiger und der Bogen ist auch noch recht wichtig. Mit Sehnenknochen. Pfeilknochen an der Bogensehne ermöglichen eine schnellere Pfeilaufnahme und höhere Schussfrequenz, anwendbar bei allen Bögen. Somit haben wir Teil 1 beendet. Dann gehen wir bald zu Teil 2 über. Dafür brauchen wir aber ein Fertigungswerkzeug. So, und schon haben wir keine Wrackteile mehr. Aber ganz ehrlich. Brauchen wir nicht. Lass mich mal kurz was gucken. Wir haben doch nur die eine Knarre. Das ist seltsam. Naja, Inventar, Ausrüstung. Komm, dann gönnen wir uns das hier, ne? Pistolen-Munitionsbeutel. Okay, und weiter. Verdammte Hase. Okay, auf jeden Fall können wir im nächsten Gebiet wieder ein bisschen jagen. Ich kann ein bisschen jagen und ihr werdet das in den nächsten Folgen auf jeden Fall feststellen. Dass ich mal wieder ein bisschen Leder besorgt habe und so ein Krinskrams. Ein Rosenkranz. Ich bevorzuge die klassischen Holzperlen. Das hier ist zu modern. Diese Perlen sind stark abgenutzt. Sie sind nahezu blank. Aha. Nichts zum Entdecken, wenn wir es drehen. Gut, dann halt nicht. So, die Frage ist nur, wenn wir gleich die Wölfe treffen. Können wir es gegen die Wölfe ausrichten? Hey. Achso, wir haben doch nur einen Gegenstand gefunden. Oh. Hab gedacht, da geht's weiter. Aber wo geht's dann weiter? Jetzt hängen wir hier schon 10 Minuten rum. So. Ah. Wir sind einer weniger.
Was geht denn da ab? Nicht schießen. Ich bin kein Feind. Ja, cool. Danke für den Loot. Freue ich mich sehr. Wer sind Sie? Das klären wir später. Wenn Sie antworten wollen, hören Sie gut zu. Wir konnten den alten Funkturm zerstören, aber es gibt Repeater, über die Sie kommunizieren. Wir müssen sie ausschalten. Helfen Sie mir, und ich sage den anderen, dass man ihnen trauen kann. Belohnung, Dietrich. Ja, klar. Ich werde nach Ihnen Ausschau halten. Gut. Wir haben nicht viel Zeit. Ach, fuck. Ich wollte doch mein Level für was anderes verwenden. Egal. Ja, also die Reaktion kam spät, ich weiß. Dass wir hier in der Hütte nichts kriegen können? Aha. Ich habe die gegnerischen Truppen infiltriert und erfahren, dass sie auf die Ressourcen des Berges aus sind. Sie scheinen das von uns gehütete Geheimnis nicht zu kennen. Die Eisenstraße wird von Gefangenen gebaut, von Sklaven der Roten Armee. Auf der Eisenstraße verkehren riesige Maschinen, die noch mehr Sklaven, Nahrung und Material für den Bau einer kleinen Stadt heranschaffen. Ich muss zu meinem Volk zurückkehren, damit wir unseren Angriff planen können. Wenn wir ihnen schwer zusetzen, bevor sie den Berg erreichen, geben sie vielleicht auf und ziehen sich zurück. Okay, das sind höchstwahrscheinlich die Überlebenden, ne? Rote Ankunft, ja. Die Ankunft der roten Russin. Oh, cool. Ihr habt doch bestimmt mehr als eine Waffe, oder? Ich verstehe es nicht. Wieso können wir zwei Upgrades machen, haben wir nur eine Waffe? Naja, was soll's. Lassen wir den Typen hier chillen und gucken, was wir machen sollen. Alter, Lara. Dankeschön. Das brauchen wir ganz dringend für unsere Ausrüstung. Also ich würde sagen, hier gibt das alles mit dem Sammeln mehr Sinn. In dem ersten Teil hast du halt gesammelt und hast dich einen Keks gefreut, dass du unendlich Sachen hattest. Aber hier hast du wenigstens Sinn, alles so durchs Wühlen und zu anzugucken. Achso, ich muss hier. Ich wollte schon sagen, was ist denn los? Okay, das ist ein bisschen rumgebackt. Ah, machen wir von dem Zeug. Und eine Feder. Was ist das Grüne? Ist das unsere Mission? Optionales Herausforderungsgrab, Freunde. Wird's wieder interessant. Ich brauche den Dietrich. Ob hier unten was ist? Ich meine, es ist anscheinend so gebaut, dass man hier hingehen kann. Ich denke mal, falls man irgendwie runterfällt, dass man hier hochgehen kann, oder? Ich sehe hier eine Menge Wasser. Und ich sehe dann Jump'n'Run. Huch. Oh, ich habe zu viel von den Blättern. Ein Floß. Zum Schneiden von Seilen wird das Kampfmesser benötigt. Oh, was bringt mir denn das? Oder bleibt das Floß da hängen? Ich weiß nicht. Wir brauchen Kampfmesser für diese ganze... Wir brauchen alles Mögliche, um hier irgendwas zu durchsuchen. Dietrich als allererstes. Als allererstes Dietrich. Und sobald wir einen Fähigkeitspunkt haben, werden wir nochmal ins erste Gebiet reingehen, um da ein bisschen was abzufackeln. Habe ich nicht dran gedacht, dass ich das machen wollte. So. Oh, hier ist irgendjemand. Ach, ein Wolf.
Ups. Ich wollte eigentlich meinen Bogen. Sag mal, kannst du noch verwirrter sein? Wo ist der Wolf hin? Na, gratis da für mich. Ein interessanter Ort entdeckt. Herausforderung ins Dunkle. Huch. Headshot. Na? Fest billiger Wolf. Da will ich meinen, dass du abhaust. Wo ist der andere Wolf? Ist er runtergefallen? Nee, hier ist er nicht. Das ist ja eine coole Nummer, wo ich hier gelandet bin. Einfach mal so mitten im Nichts. Zu einer Höhle. Ich hab doch 4 Wölfe umgebracht, oder? Oder waren es 3? Nee, das waren 3. Stimmt, der 4 ist abgehauen. Okay. Hier wird's dunkel. Hier müssen wir uns durchbrennen. Pilze für Giftpfeile. Können wir übrigens auch im Laufen erstellen. Aus dem Gefangenen quetschen. Wenn Konstantin es selbst tun muss, wird er nicht erfreut sein. Wir erhöhen den Druck, aber er besitzt eindeutig schon Erfahrung mit Verhörtechniken. Wir glauben, er ist der Anführer der Verbliebenen. Er muss von der göttlichen Quelle wissen. Findet seinen Schwachpunkt. Seid kreativ. Dieser Gefangene. Vielleicht finde ich ihn ja. Hehe. Wieso kam das hier jetzt? Und wieso komme ich hier nicht voran und wieso glitzert es da hinten? Oder kommt man da überhaupt gar nicht durch? Ich dachte, man muss die verbrennen. Okay, ja, sehr interessanter Ort mit einem Wolf, der abgehauen ist. Wo ist der überhaupt hin? Na gut. Gehen wir hier raus. Schade. Schwören können, dass ich ein Knurren gehört habe. Ja, ich habe einen Knochen gehört. Das war dieser Kollege hier. So. Jetzt einfach so viel zu entdecken. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Guck erstmal auf die Karte, wo dieses dämliche Grab sein soll. Eine von 5 Höhlen erforscht. Ja, da kommen wir aber nicht rein. Weil. Weil diese Büsche sind. Das heißt, wir müssen uns doch irgendwie durch die Büsche graben, ja. Ach, Mission. Okay, das hier sind die Missionen. Das grün leuchtende sind die unsere Missionen. Die Nebenmission sozusagen. Und ich will auf jeden Fall den Dietrich haben. Okay. So schon mal nicht. Ja. Kommunikationsrepeater. Trinity muss die installiert haben. So. Kommunikationsausfall. Was zum Teufel ist denn das? Wie kriege ich das da runter? Vielleicht mit Brandpfeilen oder so. Dass wir es verbrennen. Schauen wir uns hier erstmal oben ein bisschen um, ne? Kann auf jeden Fall nicht schaden. Da würde ich gerne reingehen. Zu gucken, was da drin gibt. Das sieht so blutlastig aus, ne?
Oh Gott. Wie hast du mich denn bitte sehr gebissen? Okay. Alter. Was? Okay, das wusste ich jetzt nicht. Das kann man sich merken. Man muss also auch mal eine Taste drücken zwischendurch. Okay. Pfeil und Bogen, nur wenn die mich nicht gesehen haben. Haben sie es geschafft? Sind die Sender zerstört? Ich habe noch nicht alle gefunden, aber bald. Fehlende Ausrüstung, Dietrich. Ach, leck mich doch! Gibt's doch nicht. Diese behinderten Wölfe. Erlegen und häuten sie Tiere und Ressourcen, ja. Das weiß ich doch. Aber wenn gleich wieder so ein Pisser von Wolf kommt, dann ich schwör's euch, ich hole einfach mal die Knarre raus und dann knall ich den Typen ab. Ob die hier irgendwo in der Nähe sind? Super, und da duckt er sich, oder was? Nur um sich die Eier zu lecken. Jetzt habe ich den im Hintergrund getroffen. War das der Alpha-Wolf? Oder warum sind die abgehauen? Gut, heilen muss ich mich nicht. Springen muss ich auch nicht unbedingt. Ich muss die dämlichen Tiere unbedingt auch markieren. Ja, ich weiß, dass das Ding in der Nähe ist. Beruhig dich erstmal. Wir erforschen hier noch alles. Okay, da wollte ich eigentlich nicht rauf, aber einem geschenkten Gaul schaut mich ins Maul. Okay. Da hängt wieder so ein Scheißding. Was bist du? Okay, dranhängen kann man sich da auf jeden Fall nicht. Ich bin noch ein bisschen ratlos, was das Ganze hier auf sich hat. Ich muss einfach mit dem Brandpfeil nochmal wiederkommen und dann wird das schon. Ist das ein Knastgefängnis? Knastgefängnis. Ein Familienfoto. Russland, späte 1950er Jahre. Vielleicht war einer von ihnen hier gefangen. Ja, das sieht auf jeden Fall nach Russen aus. Hier steht etwas geschrieben. Erinnere dich. Weiter höher kommen wir nicht, ne? Ich nur wüsste, was das mit dir auf sich hat. Da ist noch eine Leiter. Ah, ich sehe hier auf jeden Fall ein paar Nester, damit können wir Pfeile herstellen. Nur sonst nichts Großartiges. Okay, Federn sind jetzt auch voll. Oh. Na komm, gib mir Teil 3 der Waffe. Teil Compound-Bogen. Ist auch nicht schlecht, ist auch nicht schlecht. Und so eine Knarre wäre auch nicht schlecht gewesen. Du wirst ja wohl aufs Dach steigen können. Okay, unsichtbare Mauer, ich verstehe. Dann wollen wir doch mal in die Höhle der Wölfe gehen, oder? Gut, Freunde, bevor wir jetzt hier reingehen, würde ich sagen, beenden wir die Folge und sehen uns morgen wieder. Zu einer neuen Folge.
Haut rein, euer Zero. Tschüss. Oh.